Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 206 von Avorion. Hier sitzt eine Drohne, die Lady ist unterwegs in einem anderen Sektor, in den Heimatsektor dieser Fraktion. Nachher fiel mir ein, als ich das fertig war mit dieser Folge, dass wir vielleicht besser hier erstmal irgendwie noch gehandelt hätten oder sowas, ne? Das hätte vielleicht noch ein bisschen was gebracht, ne? Jetzt ist die Frage, ob das mit der Drohne auch geht. Wir können das ja mal gerade checken. Ressourcen handeln. Aber ich glaube, die ist zu klein dafür, ne? Okay. Ich konnte die 100.000 kaufen. Und ich habe auch Verbesserungen bekommen. Oh, jetzt habe ich mehr verkauft, als ich hatte, ne? Naja, ist nicht schlimm. Wir müssen ja sowieso hier. 238, 754. Ja, wir machen gerade das Intro und dann verkaufen wir weiter, ne? Dann wollen wir mal sehen, wie die Beziehungen zu dieser Fraktion besser werden. Bis gleich. So, dann kaufen wir mal. Gehen hier hin. 238, wie war das? 754. Verkaufen wir wieder. Aber es gibt keine Beziehungsverbesserung dadurch. Ja, kannst du da neue kaufen? Da hat sich nichts geändert mehr. Das war wohl einmal oder so und dann war es das, ne? Wir können ja hier noch die 121, 124 kaufen. Aber das hat auch nichts gebracht. Schade, das funktioniert also nicht. Da oben blinkt noch der Briefumschlag. Gucken wir gerade mal rein. Du hast einen ungelesenen Mail. Ach so, das ist die Begrüßung von wieder einer weiteren Fraktion, dass mit diesem Update gekommen ist. Ja, was haben wir hier sonst noch so? Handelsposten. Wie weit ist denn der weg? Da hinten ist er. Ich glaube, mit der Drohne ist es zu weit weg. Auf jeden Fall der Handelsposten. 67 und 63 würde sich jetzt auch nicht ausgehen. Bringt auch nicht so wirklich was, ne? Lassen wir, macht keinen Sinn. Jetzt müssten wir schauen. Ah, die Dingens ist schon da, ne? Die Lady. So, Lady wechseln wir erstmal. Vielleicht haben wir da noch die Möglichkeit, in dem Sektor was zu handeln. Müssen wir mal gucken. Ja, dann gucken wir mal, ob da eine Handelsstation, ein Handelsposten ist oder sowas. Wollen wir hoffen. Schiffswerft. Ausrüstungsdock. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auch gleich um die Ecke sozusagen. Fliegen wir mal gerade an. Schauen wir mal. Noch 12, ne? Keine 8 mehr. Fliegen wir den an und fertig. Okay, wir sind in einem Bereich schon angekommen, aber naja. Wird schon werden, hier zu docken. Einmal Traktorstrahl und wir sind angedockt. So, Ausrüstung handeln machen wir natürlich erstmal. Gucken hier rein. Ist natürlich nichts Tolles, ne? Aber wir haben hier 186, ist aber auch nichts Tolles, ne? Beim zweiten Kauf war doch 409, okay. 632, doch wird mehr.
Komm, kaufen wir alles auf. 1200. Hier dürfen wir nicht. Kaufen den Rest aber auf. Okay, da ist nichts besser geworden. Quadrantenkarte können wir auch noch kaufen. Kommen alle auf. Geld spielt keine Rolle. Torpedos können wir nicht mehr lagern, ne? Ja. Okay, und dann könnte man noch was verkaufen. Wenn wir verkaufen, das hier, gibt es da auch noch Punkte? Ne, kriegen wir keine Punkte. Okay. Ausverkauft. Und die dürfen wir nicht kaufen. Okay. Dann kaufen wir das wieder zurück. Okay, da haben wir ein paar Punkte mehr gekriegt, aber in der wirklichen Situation ist das uns das nicht weitergebracht, glaube ich, ne, oder? Ja, doch, wir sind schon ein bisschen besser geworden. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten hier? Hauptquartier ist hier, Raumjägerfabrik, Mineralienextraktor. Kann man, ja. Ressourcendepot bringt uns auch nicht. Reparaturdock. Kann man da was kaufen? Güterhandeln. Ja, geht ja auf jeden Fall. Geht ja in jeder Station. Wir müssen ja kein Handelsdepot haben, fällt mir gerade so ein. Ne? Ist ja wieder mal voll der Blödsinn gewesen. Ja, dann fliegen wir dahin. Das ist halt ein Stück weg, aber warte mal. Das sieht näher aus, oder? Ja. Und was können wir da machen? Das ist die Frage. Ja, die haben auch einiges zu handeln. Dann machen wir das erstmal. Fliegen wir dahin. Vielleicht kriegen wir die wenigstens auf gut, ne? Von neutral auf gut, dann könnten wir vielleicht die Chance haben, dass die uns so zwei, drei Jäger geben. Oder was es auch immer für Schiffe sind, die sie uns dann mitgeben. Okay, ich dachte gerade schon, das geht an, aber war nicht. So, da ist ein Dock. Können wir auch das Dock ruhig nehmen, ist egal. So, auf ein neues Güterhandeln, Chlor. Siebenhundertachtundsechzig kaufen wir. Verkaufen können wir es gar nicht. Shit. Okay, das war hier jetzt nicht der Bringer. Dann ist das unsere Station, die Militärstation. Da gibt bestimmt mehr. Wo ist sie jetzt? Da. Die ist ja zum Glück nicht ganz weit weg. Dann docken wir da, ne? Und passt. Gucken wir rein. Güter handeln. Hier Volumen sind es 8 Kriegsroboter. Also wir können hier nur verkaufen. Auch gut, ne? Also hier kann man nur verkaufen, beim einen konnte man nur kaufen. Hat uns jetzt nicht so wirklich weitergeholfen, ne? Das ist ja schade. So, jetzt ist die Frage, welche Stationen gibt es hier, die man was, wo man was kaufen und verkaufen kann? Gegenstände verkaufen, Gegenstände zurückkaufen. Bringt uns nicht weiter. Und da kann man nur von Fabrik kaufen.
Also das war jetzt kein tolles Ding. Was ist das für einer? Ein Güterschiff. Kannst du vergessen. Okay, das heißt, doch ein Handelsposten wichtig, ne? So, ist denn hier irgendwo in der Nähe ein ordentliches Fünkchen Hoffnung, dass wir das hinkriegen? Da waren wir wohl schon, ne? Dann würde ich sagen, springen wir mal dahin. Wo ist es hinzuspringen? Da, okay. Wollen hoffen, dass wir dann auch dort einen Handelsposten finden, wo wir handeln können, damit das klappt. In der Hoffnung, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Schauen wir mal da rein, was es da so gibt. Solargeschichten, Gaskollektoren, hier war nix. Aber hier gibt es Tore. Ah, komm, lass uns zu dem fliegen, weil der ist dann wiederum zur Basis am nächsten, zum Hauptquartier hier. Nee, das war ein Tor und ich muss noch nach da oben irgendwo hin, oder was? Okay. Auch interessant, ne? Wo ist es? Da ist es. Lade Hyperraumantrieb und dann geht's los. Wir wollen hoffen, dass wir da einen Handelsposten haben, dass wir da unsere Beziehung verbessern können. Ein Bergbauschiff und ein schweres Bergbauschiff. So viel zu dem Thema. Nochmal eine neue Koordinate eingegeben, die näher lang ist. Ein bisschen abgekühlt. Ah, Sprung wird berechnet, das ist auch gut so, weil wir noch aufladen müssen, sehe ich da unten. Das dauert lange, ne? Jetzt ist er da. Jetzt war auch zum Glück weit genug aufgeladen, dass wir springen können. So, und dann wollen wir hoffen, dass wir da einen Handelsposten haben. Schrottplatz. Der Schrottplatz hilft uns jetzt hier nicht wirklich weiter, oder? Akku. Da wäre er. Schrottcrew und schwarzes Brett. Wäre das denn irgendwie in der Form Abwracklizenz kaufen? Würde das uns helfen? Ich glaube nicht. Okay, wir springen noch woanders hin. Da war die Basis, oder? Ja. Koordinaten eingegeben. Und in diese Richtung gesteuert. Hyperraumantrieb wird aufgeladen. Und Sprung. Sehr schön. Nee, das war falsch. N ist richtig. Kein Handelsposten bei, ne? Und die Waffenfabrik kann das bestimmt auch nicht machen, oder? Güter handeln kann man nur kaufen. Ja, was ist das? Das sind wir. Karte.
Tja, da waren wir schon über. Ne, da wo es blinkt, waren wir noch nicht, ne? Ne, da waren wir ja noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Dann geht die Reise dahin. Das klappt erstmal. Wir wollen hoffen, dass wir da jetzt einen Handelsposten mal langsam haben. Aber wahrscheinlich sind die nur an den Außengrenzen der Fraktion. Das könnte natürlich auch sein, ne? Würde Sinn ergeben. Aber da ist einer. Okay, das bedeutet auch schon gleich vor der Nase. Noch besser. Also vor der Nase ist gut gesagt, ist doch ein Stück weg, aber schon mal nicht irgendwie 60 oder sowas, sondern nur 20. Gut. Noch 15 Kilometer. Lady wurde bezahlt. 10 Kilometer runter. 5 Kilometer runter. Oh, Docking Ports sind schon angezeigt. Sehr gut. Da ist einer ziemlich nah. Und gedockt. So, Güter handeln. Bildschirme. 10.000. Nicht genug Platz im Frachtraum. Dann gucken wir erstmal, was wir verkaufen können, ne? Du, nix. Was haben wir im Frachtraum? Chlor. Auswerfen. Weg damit. F. Güter handeln. Zack, Energiegeneratoren nehmen wir jetzt mal hier. 18.000. Kaufen wollen wir das. 21.000. 168 war Maximum oder was? Okay, da hat es jetzt ein bisschen was gegeben. Verkaufen. Kaufen. Verkaufen. Kaufen. Verkaufen. Ich glaube, jetzt ging nichts mehr, ne? Beziehungen sind auch gut. Okay, dann haben wir das. Ne, da nicht, sondern da. Wir müssen jetzt zu diesem Sektor hin. Da fliegen wir jetzt hin und gucken zu, dass wir dann hinbekommen, dass wir, ne, mit denen sprechen und hoffen, dass da irgendwelche Schiffe zu unserer Einsatztruppe hinzukommen. Wo ist denn das zum Sprengen jetzt hier? Ja, bin ich denn jetzt? Sprung wird berechnet, da unten irgendwo. Da ist es. Gut, wir müssen zweimal springen. Ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.